Fecum Baccala. Es gibt seit neuestem, jedenfalls habe ich erst vor seit neuestem darüber gehört, dass es so einen Ex-Muslim gibt, Amir Arapur oder so. Was für ein Schwul? Amir Arapur oder so heißt der, keine Ahnung, ich weiß nicht. Einige wollen halt wissen, der ist so ein Ex-Muslim und macht Fitna auf YouTube. Dass die Leute, der ist ein Käfer und bleibt ein Käfer, wenn Allah ihn nicht recht leitet. Wo ist das Problem? Du kannst jetzt nicht über ihn sagen. Nein, nein. Überlegt mal, jeden Hund, der hinterher bellt, dass wir ihn einen Stein werfen. Ich meine, irgendwann werden die Steine teuer. Pur, Schnur, Kur. Wer sind diese Leute? Das ist ein Käfer, der lügt über die Religion. Dann, was sollten wir ihm, subhanallah, sollen wir noch einen Käfer zugucken, der über unsere Religion etwas sagt? Yani, versteht mal ein bisschen, yani, subhanallah, wenn dann hört ihr Unterrichte von Gelehrten. Und wer ist dieser Typ? Ich kenne ihn ja nicht. Überleg mal. Und heute, das Netz ist voller Fittern. Es gibt viele, der sagt, ich war mal damals Muslim, um über den Islam zu lügen. Um über den Islam zu lügen. Wie heißt dieser Spaghetto Barillo? Dieser Italiener oder wer der war, der im Fernsehen auch gelogen hat, der seine Shahada schon aufgenommen hat, komischerweise. Die Momente, die knallig waren, hat er immer aufgenommen von Anfang an. Und der hat ja dann auch gesagt, ich war ein Ex-Salafist. Wallahi, du warst immer ein Käfer und nichts anderes als ein Käfer. Tja, aber was will man den Leuten dann verklickern? Aha, der hat Bescheid gewusst über den Salafismus. Der war drinnen in der Szene. Deswegen kann er am besten darüber reden. Was für eine Szene? Es gibt keine Szene. Salaf ist in Koran und Sunna. Da bitte, das ist eure Szene. Mehr nicht. Das ist alles. Und deswegen hört man nicht jeden Kranken zu, Verrückten zu. Wo kommen wir denn dahin? Wir haben genug zu lernen über unsere Religion. Wallahu ta'ala ala wa ala. Na, tfadal.